Über 1 Milliarde Katholiken blicken gespannt nach Rom, wo seit heute der neue Papst gewählt wird. Vor etwa einer Stunde sind die 115 wahlberechtigten Kardinäle in die Sixtinische Kapelle eingezogen, wo sie so lange bleiben werden, bis sie einen neuen Papst gewählt haben. Das könnte schon heute im ersten Wahlgang sein, das könnte aber auch Wochen dauern. Von den 115 Kardinälen müssen mindestens 77 für den gleichen Kandidaten stimmen. Das ist die Zweidrittelmehrheit. Weitere Informationen zum Konklave jetzt von Norman Solida. Jetzt wird's feierlich und vor allem jetzt wird's spannend. Wer wird der neue Papst? Wer wandelt künftig in den Schuhen des Fischers? Fest steht, der neue Papst braucht eine satte Mehrheit. Solange die nicht erreicht wird, bleibt der Rauch der verbrannten Stimmzettel schwarz. Erst nach erfolgreicher Papstwahl wird der Rauch weiß. Wir werden sehen, ob das klappt mit der Farbe. Letztes Mal war es nicht ganz so klar. Aber das Schöne ist ja, dass es so bis zum Schluss spannend bleibt. 77 Stimmen plus X braucht der neue Papst. Wer auch immer es wird, mit dem neuen Mann sind viele Hoffnungen verbunden. Was wünschen sich beispielsweise die Augsburger? Ich wünsche mir einen Reformator. Ich würde mir wünschen, dass er ein bisschen offener ist als wie der jetzige Papst. Ich würde mir wünschen, dass er ein Modernisierer wird. Dass halt nicht so engstirnig alles ist. Ja, wie soll ich sagen, mehr Toleranz. Gewählt werden kann im Prinzip jedes männliche getaufte Mitglied der katholischen Kirche unter 80. Chancen hat aber nur einer der wahlberechtigten Kardinäle. Doch zum ersten Mal könnte ein Nicht-Europäer auf den Stuhl Petri kommen. Ich plädiere für Lateinamerika. Zum Beispiel der Kardinal von Nigeria, ich denke, da ist der Beste. Bin mir sicher, es wird wieder ein stockkonservativer Kamerad werden. Wer auch Benedikts Nachfolger wird, der neue Papst wird sich optisch verändern. Die rote Kardinalskleidung wird dem weißen Papstgewand weichen. Dann heißt es Habemus Papam. Und der neue Papst tritt wie vor 8 Jahren Benedikt XVI. Auf den Balkon des Petersdoms und spricht seinen ersten Segen. Urbi et Orbi.